meine Glühbirne und herzlich willkommen zu meinem dritten Weihnachtsspecial. Und heilige Scheiße, ist dieser Ferraskin toll. Kleines Eulchen. Ja, ich mag Eulen. Entschuldigung. Hi. Und frohen zweiten Weihnachtsfeiertag. Und hallo und willkommen zum letzten Teil meines Weihnachtsspecials, der lustigerweise der erste Teil ist, den ich aufnehme. Das heißt, für mich ist gerade noch kein Weihnachtsspecial existent, außer das hier. Oh mein Gott, ich will diesen Ferraskin. Und ich habe eine Lootbox. Bitte gib mir den Ferraskin. Ich will diesen Ferraskin. Ja. Naja. Kann ich mitleben. Kann ich so ein bisschen mitleben. Wir spielen heute den Brawl, den ich gerade eben schon aufgenommen hatte, aber leider war der Ton viel zu laut. Und ja, der Brawl ist eigentlich ganz einfach erklärt. Man spielt 5 Mais, die gegen einen Winston kämpfen. Der Winston muss die ganze Zeit Fleisch sammeln, um seine Ultimate freizuschalten. Und die Mais müssen halt Winston töten. Das ist halt so ein typisches... Ja, eigentlich ist es ja normalerweise 4 gegen 1 Prinzip, aber diesmal sind es 5 gegen 1 Prinzip. Und in der ersten Runde, die ich gespielt habe, haben wir sehr, sehr einfach gegen den Winston gewonnen. Ich hoffe, das ist nicht immer der Fall, weil das fände ich ein bisschen schade, denn ich will sowohl eine Runde als Mai als auch eine Runde als Winston aufnehmen und ich würde eher ungern als Winston sterben. Ich möchte nämlich beide Runden gewinnen. Ja, ich glaube, das kommt auch sehr stark darauf an, wie gut der Spieler als Winston ist. Auch wenn man ehrlich sein muss, ein Winston gegen 5 Mais ist ziemlich unfair. Also echt ziemlich unfair. Und während das hier lädt, können wir ja ein bisschen stöbern. Da können wir ja hier gucken. Heldengalerie, was gibt's hier Schönes? Wo war? Farah. Ach stimmt, die gibt's ja auch noch. Oh, und es ist schon vorbei. Naja, da hatte ich ja keine Zeit. Jede Mai trägt ihren Winterskin. Und es gibt ein kleines Intro, wo man sieht, wie die 5 Mais dem Yeti hinterherjagen, welcher gleichzeitig dem Fleisch hinterherjagt. Hier auch mit dem kleinen Roboter von Mai. Und dann wird der Yeti böse und greift alle an. Dam, dam, dam. Ja. Und es gibt sehr viele Trolls hier in diesem Modus, die gern mal einfach so eine Eiswand hier platzieren, bevor man losläuft und wodurch halt alle anderen am Spawn festhängen. Also, ich hatte in der letzten Runde einen Trollspieler und dennoch haben wir gewonnen. Und der Yeti hat ein Fleisch gegessen. Welch Tragik. Und der Yeti müsste irgendwo da hinten sein. Zumindest das letzte Mal kam er von da hinten. Und genau das hier sind die Fleischstücke. So. Ah, Mist, der ist durchs Fleisch gesprungen. Und wir sterben gleich. Aber, ja, genau wo wir sterben, ist er eingefroren. Mist. Ich hatte gehofft, dass er noch eingefroren wird und wir dann draufschießen können. Aber, ach stimmt, Mai kann sich ja heilen. Ich habe komplett vergessen, dass Mai sich heilen kann und ich glaube, der Ton ist immer noch ein bisschen zu laut. Ich mache ihn mal ein bisschen weiter runter. Ich hoffe, er ist jetzt nicht zu leise. Aber, naja. Diesmal scheint der Yeti aber stärker, weil das letzte Mal, der hatte nur ein Fleischstück und war schon auf die Hälfte des Lebens runter. Also diesmal scheint es ein besserer Yeti zu sein. Komm schon, du kleiner Yeti. Komm da durch, genau. Ich brauche jetzt volle Konzentration. Ich will diesen Yeti nämlich... Nein! Der hat seine Ultimate. Der hat seine Ultimate. Und tschüss. So, kleine Schutzwand. Ah! Ich habe gehofft, du kommst von der anderen Seite. Und meine Schutzwand hat mich eingegrenzt. Niederlage? Ach! Ist das Ziel vom Yeti, alle gleichzeitig tot zu kriegen, oder wie? Ah, okay, ja stimmt. Wie soll denn der Yeti sonst gewinnen? Cool. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Oh hey, der Yeti kann auch gewinnen. Ich will irgendwie noch eine Jägerrunde spielen, weil die ging so kurz. Komm, ich spiele noch eine Jägerrunde. Ah, okay, und das Endbild ist immer gleich. Alle Mais, die zusammen nett mit dem Yeti was essen. Das ist doch schön. Das ist Weihnachtsstimmung. Ich mag Weihnachten. Solange es natürlich nicht für Kommerz missbraucht wird. Wie mögt ihr denn euer Weihnachten sehr? Ich weiß, ihr habt das schon wahrscheinlich beim Gewinnspiel beantwortet, aber wie mögt ihr denn euer Weihnachten? Also ich mag meins natürlich gut durchgebraten. Gott, ich sollte aufhören mit den schlechten Witzen. Ich gucke in letzter Zeit zu viel Friends und Chandler, der, ja, färbt ab. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, ich war schon immer jemand, der sehr schlechte Witze bringt. Sehr oft. Genau, so Trolls gibt's hier ohne Ende. Also ich war so gesehen gerade ein Troll, aber die Runde hat noch nicht begonnen und ich bin dafür, das Intro zu überspringen. Aber natürlich sind 2 dagegen.
Kann ich auch niemandem verübeln, das Intro ist sehr hübsch und ist ja auch sehr kurz. Okay, jetzt ist nur noch einer dagegen. Aber das Intro ist dennoch sehr hübsch. Okay, jetzt sind alle dafür. Ich bin ein Jäger. Jäger und Sammler, nur ohne Sammler. Was? Ich frag mich echt, was hat Mai da hinten auf ihrem Gefäß stehen? Weil wenn ich mich nicht irre, müsste das ja chinesisch sein. Es könnte natürlich auch japanisch sein, das, da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, das zu unterscheiden, weil das natürlich sich auch öfter mal überschneidet. Also die Japaner benutzen ja, glaube ich, auch chinesische Schriftzeichen. Aber ja. Aber ja. Jo, wo ist eine Idee? Wo ist eine kleine Yeti? Theoretisch sollte man eigentlich immer zusammenbleiben, weil man zusammen am ehesten den Yeti eingefroren bekommt. Also sollte ich nicht die ganze Zeit hier rumlaufen. So, alle rennen dem Yeti hinterher. Yeti, come to me. Ich glaube, der Yeti ist auch ein bisschen stärker als die Mais. Auch, also nicht stärker, schneller. Vor allem wegen seinem Sprung auch. Okay, der Yeti hat jetzt eine Menge Schaden gefressen. So, ich schieße auf Distanz dich kaputt, Junge. Weniger Asen. Ja, die Ulti von Mai ist irgend so eine Bärenfalle, wo ich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich verstanden habe, wie sie funktioniert. Ich hätte mich in einen Eisblock verwandeln sollen. Ich habe das leider vergessen. Und wir haben einen AFKler. Ah ne, der ist gar nicht AFK. Der stand einfach nur am Respawn. Also, der ist gerespawnt wahrscheinlich dann. ich habe vergessen, wie die Map heißt. Das ist ja eine recht bekannte Map, die... Also eine Map, die schon länger existiert hat, die jetzt in Winterstimmung ist. Und ich wollte gerade sagen, boah, ich finde die Map hier voll schön im Winterstil, aber ich habe vergessen, wie sie heißt. Hier ist ja immer der Checkpoint, den man verteidigen muss. In meine Falle! Er ist in meiner Falle! Ohne Mist! Er ist in meine Falle getappt! Wie cool ist das denn? Das habe ich echt nicht gedacht, dass das so einfach passiert. Und ich habe dadurch sogar einen Spray erhalten. Das ist echt cool. Oder vielleicht einfach nur eine Errungenschaft. Aber sah mir ein bisschen aus nach einem Spray. Ich war zwar im Eisblock, aber es war, glaube ich, keine taktisch schlaue Aktion. Scheiße! Ich meine natürlich Pupikaki. Warum wieder eine Niederlage? Vorhin haben wir so einfach gegen den Yeti gewonnen. Aber okay, wenigstens ist es sowohl möglich zu gewinnen, als auch zu verlieren. Das macht's schon mal besser. Ja, die schreiben erstmal im Chat. Noob. Warte, ist das das Highlight, wo er mich tötet? Nee, oder? Das ist das scheiß Highlight. Ah. Ich fühle mich jetzt schlecht. Ich fühle mich jetzt ultra schlecht. Aber komm, noch eine Jägerfolge. Ich weiß, ihr wollt alle Yeti sehen, aber ich will als Jäger gewinnen. Obwohl, wollt ihr Yeti? Wollt ihr Yeti? Ja komm, dann mache ich einmal Yeti. Ich kann ja danach nochmal Jäger. Aber ich finde halt, Jäger macht mehr Spaß irgendwie. Naja, ich habe Yeti noch nicht ausprobiert, aber ich finde, so im Team zu kämpfen ist lustiger. Ich bin halt mehr so eine Art von Teamplayer. Yo. Und das ist ja ein Special. Das ist ja kein normales Video, das ist ein Special. Das heißt, es kann auch mal 4 oder 5 Stunden lang sein. Das seht ihr doch gerne, oder? So ein 5 Stunden langes Video. Das kann man sich dann den ganzen Tag geben. Am besten so ein 48-Stunden-Video jeden Tag, dann ist alles super. Dann ist alles super und gut. Also manchmal habe ich echt das Gefühl, dass bei größeren YouTubern das die Leute verlangen. Bei mir verlangt es niemand. Bei mir verlangen nur die Leute, dass ich öfter die Klappe halte. Ja, das ist schön. Und ich kann stöbern. Heldengalerie. Was gibt's denn hier Neues an Skins? Hast du einen schönen neuen Skin? Schneeeule. Ach, das war gar nicht Farrah, das war Anna. Oder? Oh, ich will diesen Skin, ich liebe Eulen so. Hat Bastion einen Skin? Bastion hat schon lange keinen Skin mehr bekommen, oder? Ja, okay, die kenne ich gar nicht. Ich kenne die ganzen Bastion-Skins nicht. Na okay, mit Bastion habe ich nicht wirklich viel gespielt. Und warum bin ich Jäger? Gab es etwa kein Spiel für Yetis oder wie? Scheinbar. Ah, nee, jetzt bin ich Yeti. Okay, Sammelfleisch. Um für kurze Zeit stärker zu werden. So, ich habe die typischen Winston-Fähigkeiten. Und da oben ist schon mal ein Stückchen Fleisch. So. Und da unten war ja auch ein Stück Fleisch immer drin. Oh, das ist noch gar nicht da. Ah, okay, es wird angezeigt, wo es ein Stück Fleisch gibt. Weg. Please, weg. Please, weg.
So. Zwei Stücke Fleisch. Ah, okay, der hat sich gut geschützt. Die Mai hat's drauf. Naja, nicht wirklich. Du hast eher dir selber den Weg versperrt, mich vom Fleisch abzuhalten, aber danke. Da beschwere ich mich nicht. Okay, und gleich haben wir die Ultimate. Yes! Für 20 Sekunden. Das ist voll ultra. Hey, und wir haben noch eine Belohnung bekommen. So, die erste Mai ist weg. Wo ist die zweite? Oh, ich habe so einen schlechten Überblick in der Ultimate. So, das nächste Stückchen Fleisch. Ja, ich hätte die anderen eigentlich noch jagen müssen. Aber ich bin so schlecht in der Ultimate. Ich glaube auch nicht irgendwie, dass ich das als Yeti sonderlich leicht schaffe, jetzt zu gewinnen. Aber es macht Spaß. Also, Yeti macht mehr Spaß als erwartet. Ich habe gedacht, dass ich eher Probleme damit haben werde. Mit dem Yeti an sich. Auch wenn ich gerne Winston spiele, das muss ich wirklich sagen. Ich bin jemand, der wirklich gerne Winston spielt. Stimmt, ich könnte jetzt eigentlich darauf achten, ob ich auch Leben regeneriere. Was natürlich nicht geht, während ich Schaden kriege. So. Nee, okay, ich regeneriere kein Leben. Ich fühle mich ein bisschen beengt. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird hier heute echt nichts. Autsch. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Sikowski. Mlebowski, Manowski. Jadowski. Und warum seid ihr so schnell? Mein Gott, wenn ich einen Jäger spiele, dann bin ich erstmal dem Yeti immer 20 Kilometer hinterher und... Heilige Scheiße, war das schlecht. Das war ja richtig schlecht. So. Ich hänge da immer den Jägern hinterher. Den Jägern sage ich, dem Yeti hinterher. Und hier sind die Jäger einfach so. Ja, du bist gerade 20 Kilometer gesprungen, aber wir sind dennoch direkt hinter dir. Weil wir es können. Weil wir einfach gut sind. Und ich bin fast tot. Aber warte, ich brauche nur noch ein Stück Fleisch. Ja, wütend! Auch wenn ich selbst im wütenden Modus Schaden kriegen kann und das deswegen immer noch nicht so gut ist. Was? Ich habe gewonnen? Ich dachte, ich muss alle umbringen, um zu siegen. Scheinbar muss ich einfach nur eine Zeit durchhalten, um zu siegen. Das ist cool. Das ist echt cool. Ich habe gewonnen. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber vielleicht muss ich bestimmte Anzahl von Eliminierungen schaffen? Hier steht 5 Eliminierungen. Vielleicht muss ich insgesamt 5 Eliminierungen schaffen. Keine Ahnung. Ich habe gewonnen. Ich beschwere mich nicht. Alles ist gut. Alles ist super. Ich würde sagen, Yeti-Jagd, nochmal Jäger. Okay, dann haben wir einfach mal gewonnen als Yeti. Jetzt müssen wir nur noch als Jäger gewinnen. Dann war das ein erfolgreiches Special. Das ist echt schön. Ich habe nicht erwartet, dass ich gewinne. Cool. Das ist sehr cool. Heldengalerie. Diva, was hast du denn? Du hast doch bestimmt was Schönes. Nein, hat sie nicht. Doomfist, du hast aber... Doomfist hat überhaupt keinen Special Skin. Genji, auch nicht. Hanzo hat, glaube ich, einen Skin. Nee, oder? Doch, das ist doch der Skin, oder? Ja, Freizeit Hanzo. Hier, lässig. Yo, mag ich nicht. Ich mag eher die normalen Skins von Hanzo mehr. Der Dämonen-Skin ist aber der beste. Also, das muss ich ehrlich sagen, von allen Hanzo-Skins finde ich den Dämonen-Skin am besten. Es gibt immer diese eine Person, die nicht skippen will. War ich ja zu Beginn des Parts auch. Ich glaube, ich war da auch die einzige Person, die nicht skippen wollte. Du bist ein Jäger. Joa, und erstmal hier so platzieren zum Trollen. Nein, ich habe natürlich eine Lücke gelassen, damit die hier durch können. Oder sie konnten auch nicht durch. Egal. Entschuldigung. Wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte nur witzigerweise trollen, aber in Wirklichkeit nicht trollen, weil da eine fette Lücke ist und alle hätten durchkommen können. Aber ich bin halt doof. Okay, ich bin doof. Er hat ein sehr gutes Gehör. Dann bin ich leise. Dann laber ich hier nicht die ganze Zeit. Ich bin aber froh, dass wir es sowohl geschafft haben, als Yeti zu gewinnen, als auch einen Yeti in die Falle zu locken. Weil das sind so zwei Dinge, die schafft man nicht unbedingt. Zumindest nicht, wenn man so spielt wie ich. Naja, ihr wisst ja, ich bin der Überpro. Also, wenn ich sage, so spielt wie ich, meine ich natürlich damit, dass wenn man so gut spielt wie ich und deswegen nicht sich mit solchen Lappalien aufhält wie einer Bärenfalle oder so.
Wo ist der hin? Genau das meine ich. Als Jäger hängt man dem Yeti ständig hinterher, aber kaum ist man selber Yeti, sind die Jäger einem direkt immer am Poppes. Nein, ich bin noch nie eine Eiswand hochgeklettert. Und lauf um dein Leben, heißt es jetzt. Scheiße, ich habe gehofft, ihn noch einsperren zu können, aber leider hat es nicht so ganz geklappt. Und einfrieren war, glaube ich, auch nicht so die beste Idee. Ich glaube, der muss wirklich einfach nur 5-mal jemanden eliminieren. Dann sollte man wirklich darauf aufpassen, nicht zu sterben. Weil so habe ich das zumindest im Gefühl. Ah, stimmt, da oben steht's. Das sehe ich erst jetzt, Teamleben 3. Heilige, ich verschwende hier Teamleben, wenn ich die ganze Zeit sterbe. Da muss ich ja richtig aufpassen, du. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Das ist ja mies. Da bin ich ja voll der Noob. Kein Wunder, dass sich alle beschweren. Das erklärt alles. Ich verstehe jetzt den Rage. Ich verstehe den Rage jetzt sehr gut. Und das heißt, als Yeti muss man sich eigentlich immer nur darauf konzentrieren, möglichst viele zu töten. Ja, okay, und das geht natürlich am besten mit... Ja, lief nur. Das ist auch sehr nett. So, hier bei Fleisch hingestellt. So. Au. Hey, aber er ist in der Falle. Ich habe ihn in die Falle gelockt. Das ist auch schön. Das ist echt schön. Das war richtig gut. Dadurch konnte er seine Ultimate nicht richtig nutzen. Das ist richtig gut. Heilige, ich hatte die beste Bärenfalle des Spiels. Ich bin ja voll der Oberpro. Das ist ja super. Das macht Spaß. So, wo ist der Yeti? Wo ist der kleine, dicke Yeti? Kleiner, dicker Yeti, Dude. Ja, X-Rimpf. Ich komm zu dir. Hallo. Ich bin von der Schufa. Du hast deine Rechnung nicht bezahlt. Nein, eigentlich ein Kasseunternehmen, was dich betrügt, aber... Hi! So. Echt? Schon wieder? Wie schnell kriegt er denn immer die Ulti mittlerweile? Niederlage. Ich traurig. Ich schaff's nicht, als Jäger zu gewinnen. Wirklich, die erste Runde, die ich aufgenommen hatte, direkt als Jäger gewonnen. Kaum nehme ich weitere Runden auf, sterbe ich die ganze Zeit als Jäger. Ich will noch eine Runde als Jäger gewinnen. Ich will noch als Jäger gewinnen, das sage ich euch. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich nicht gewonnen habe. Ich werde der beste Jäger der Welt. Match verlassen. Ja, weil ich will als Jäger bevorzugt werden. Ich finde es eben bei doof, dass Brawls so wenig Erfahrung geben im Vergleich zu normalen Spielen, weil es ist so, keine Ahnung. Ja, okay, dann wären Brawls halt ein bisschen zu stark, um Lootboxen zu farmen, weil dann wird man nicht nur über ein Level Lootboxen kriegen, sondern auch durch die wöchentlichen Belohnungen hier. Aber ich finde, keine Ahnung. Es hat irgend sowas von, ja, ich bestrafe die Leute, dass sie Spaß haben. Ich wollte gerade sagen, das ist aber kein Winterskin. Lucio, was hast du denn für ein schönes Zeug? Auch nix. McCree, was hast du denn für ein schönes Zeug? Auch nix, oder? Nee, der hat hier einen alten Winterskin. Ah, Scrooge und so. Mai, dein Skin kennen wir ja schon. Nein? Also, hä? Ist es der Mai-Skin? Aber wir tragen doch im Brawl einen anderen. Oder kriegt man den gar nicht als normalen Skin? Merkwürdig. Auch kein Skin. Ja, was hast du eigentlich für Skins? Well. ich sag dazu mal nichts. So, Orisa hat hier irgend so ein Skin. Und wie lange braucht es zum Suchen? Mein Gott. Farah hat... Stimmt, ich wollte bei Farah gucken, ob die auch einen Eulenskin hat oder ob das wirklich Anna im Hauptmenü war. So. Jetzt müssen wir uns koordinieren. Wo war Sprachchat? Come on, guys. We can do it. So. Ein Hoch auf Sprachchat. Höre ich eigentlich dann den anderen Sprachchat? Habe ich Sprachchat aktiviert? Ja, ich habe Sprachchat aktiviert. Also sollten die mir antworten können. Hoffentlich. Wo bleibt ihr denn? Oder warten die hier auf den Yeti? In der Hoffnung, dass er hier vorbeikommt, weil er hier immer vorbeikommt. Ich glaube, die hoffen hier auf den Yeti. Wo ist denn der Yeti überhaupt?
Ah, da hinten scheint irgendwas zu sein, oder der. Ah, okay, da hinten ist der. Sonst würden die ja nicht Hallo sagen, oder? Aber, oder sie begrüßen sich gegenseitig. Ich habe noch nie eine Runde gehabt, wo der Yeti so lange wegbleibt. Ah, okay. Oder, warte mal. War das gar keine Runde gerade und wir haben einfach nur Spieler gesucht und ich war blöd? Ich glaube, ich war einfach nur blöd. Ups. Ja, das habt ihr nie gesehen. Aber komm, das sieht doch aus wie Farrah. Na, ah, das Spiel lässt mich nicht gucken, ob das Farrah Skin ist. Das ist doch schlimm. Ja. Ah, ich will doch nur eine Jägerrunde gewinnen. Nur ein einziges Spiel. Sei so gütig. Und lass mich eine Runde gewinnen. Ja. We will kill him. And eat his flesh. So. Ah, da hinten ist der Yeti. Ich bin gerade so am, ja, mit mir ringen, im Voice Chat einfach die ganze Zeit einen auf Jäger zu tun. So, eingefroren. Und weiter auf den Yeti auf. Und wapsch, wapsch. Wapdap. Da di da da, wapdap. Ba da di da da, wapdap. Nein, da wollte ich es eigentlich nicht platzieren, aber danke. Ich hatte aus Versehen da drauf gedrückt, weil ich doof bin. Und ich glaube, ich hatte gerade einen kritischen Treffer gelandet. So, einfrieren und dann weiter auf ihn. So. So macht man das. So, direkt rein. Ah, Mist, der hat meine Falle übersprungen. Komm schon. Ich treffe dich noch. Kann ich die Fallen eigentlich kaputt machen? Ich glaube nämlich nicht. Weil es wäre ja ziemlich doof, wenn er eine Jägerfalle kaputt machen kann, die per Ultimate gezündet wurde. Weil Ultimate heißt ja schon was Ordentliches. Jo. Na wohl, so schnell wie man die Ultimate eigentlich kriegen kann. Vor allem, man kann ihn eigentlich, wenn man alleine ist, auch schon fast einfrieren, wenn er nicht so gut ist. Und das ist er gerade. Aber er hat kaum noch Leben. Und wir haben. Oh, wir haben nur noch zwei. Was? Wir haben nur noch ein Teamleben? Der hat ohne Ultimate uns einfach so abgeschlagen. Wow. Aber hey, er ist fast tot. Naja, ich habe auch vorhin gewonnen, als ich schon fast tot war. Ich hatte ja nur noch 50 Leben oder so. Es hätte nur noch ein Hit gefehlt. Aber ich bin dennoch gestorben. Nee, ich bin gar nicht gestorben. Ich habe gewonnen. Stimmt ja. So war es ja. Wir haben nur noch ein doofes Leben. Es braucht nur einer zu sterben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde der Idiot sein, der stirbt. Er braucht halt nur noch einen zu töten. Und wir brauchen nur noch ganz wenig Damage zu machen. Yes! 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 Wir haben gewonnen! Ja! Ich bin froh. Ich bin gerade froh. Das finde ich aber doof. Warum ist das Highlight des Spiels, wenn wir gewinnen, immer noch der Yeti? Das müsste ja eigentlich dann die Mai sein. Weil die hat ja den Yeti dann besiegt. Aber hey. Wir haben gewonnen. Das ist ja eine schöne Tatsache. Ja. Das war's auch mit dem heutigen Weihnachtsspecial, aber die Lootbox, die wir bekommen haben, öffne ich noch. Und dann gucke ich gleich noch nach wegen Farrah. Ja, okay, ich habe zwei Skins bekommen. Ich will mal nicht so sein. Es ist schon ein Glück, aber. Nee, okay, das ist scheinbar echt nicht Pharaoh Skin gewesen, sondern das war wirklich Anna da im Hauptmenü. Ist es echt Anna? Ich hätte schwören können, dass es Pharaoh. Ich hätte echt schwören können, dass es Pharaoh ist. Ja, das ist Hanzo. Den sieht man. Ist es Roadhog? Roadhog sieht ja richtig cool aus. Warte, den will ich mir nochmal genauer angucken. Roadhog. Okay, der Skin ist echt cool. Der gefällt mir auch super. Ich mag es, wenn Skins so viele Details haben. Also so kleinere Dinge, die hier rumwackeln und sowas. Vor allem, wenn man es dreht. Ach, Overwatch ist einfach von Animationen her so goldig gemacht. Zum Beispiel finde ich ja deswegen auch den Mercy-Skin hier so super. Einfach wegen diesem Buch hier und wegen den Kleidungsstücken, die gerade ein bisschen Clipping-Fehler hatten. Aber ja. Ich würde sagen, das war's dann mit diesem Weihnachtsspecial. War
haben meine Weihnachtsspecials dieses Jahr gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt noch weiter auf meinem Kanal. Ihr habt ein schönes neues Jahr bald dann in ein paar Tagen. Und ja, ich würde sagen, auf Wiedersehen, Leute. Euer Sandor.